Geschmorte Melanzane mit Gewürzkuskus und Schafjoghurt serviert Richard Rauch heute. Die Melanzane halbieren und mit den Schnittflächen in Stärkemehl drücken. Öl auf ca. 160 Grad erhitzen und darin die Melanzane 10 Minuten backen. Durch die Stärke ist die Melanzane verschlossen und nimmt kaum Bratfett auf. Die Melanzane sollte dann schön weich sein. Danach auf Küchenpapier abtropfen lassen und im Backrohr bei 150 Grad Ober-Unterhitze etwa 10 bis 15 Minuten schmoren. Pinienkerne ohne Fett braun rösten. Tomaten in kochendem Salzwasser blanchieren, kalt abschrecken. Enthäuten und entkernen. Die Kerne jedoch nicht weggeben, der Saft wird später mit dem Couscous vermengt. Das Tomatenfruchtfleisch würfelig schneiden. Den Couscous mit kochend heißer Rindsuppe oder Gemüsefond übergießen und mit Frischhaltefolie abdecken. 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, nochmals umrühren und abkühlen lassen. Ketchup, gemahlenen Kreuzkümmel, Chilifäden, Zitronenschale sowie Zitronensaft, Erdnussöl, Paradeiserwürfel, geschnittene Jungzwiebel, geschälten und geschnittenen Paprika sowie den Paradeisersaft unter den Couscous mischen. Mit Salz, Minze und Petersilie abschmecken. Geschmorte Melanzane mit Gewürzcouscous bedecken. Schafjoghurt mit Piment d'Espelette verfeinern und auf dem Couscous verteilen. Zum Schluss mit Pinienkernen bestreuen. Viel Freude beim Nachkochen!